So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City mit Lord Peter LP. Ja, beim letzten Mal habe ich am Ende gefailt, wie Sau, ich habe es nicht hingekriegt, dieses kleine RZ Bandit Rennen zu gewinnen. Und da war ich so sauer, dass ich mir den Wagen direkt geklaut habe. Der ist jetzt meiner, wenn ich schon nicht gewinnen will, ich wenigstens den Wagen behalten dürfen, so. Und heute, wie weg da, für mich war das Kirschgrün. Und heute wollen wir mal ein bisschen weiter Missionen machen. Und hier anhalten, weil ich glaube, hier drin war auch noch ein Paket. Kann das? Das kann. So. Kann weitergehen. Ja, hub mich nicht an, ich mag das nicht. Heute fahren wir mal zum Alfred Carrington oder wie der nun heißt. Den Namen vergesse ich immer. Ich weiß nicht warum. Irgendwie komme ich mit dem Namen nicht klar. Oh Gott, ich falle. Oh Gott, ich bin einmal weg. So. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt. And the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. So, der sagt, man darf da nicht mit Waffen rein, aber es gibt da zum Glück einen kleinen Trick, wie ich mit Waffen reinkomme. Weil ohne Waffen ist die Mission etwas schwieriger. Dreckstaxi, ich glaub's ja wohl nicht. Ohne Waffen ist die Mission was schwieriger und mit Waffen geht's eigentlich relativ ruckzuck. Es gibt aber einiges, was man noch tun kann, um sich die Mission zu erleichtern. Verblödetes Vice City Fahrergesochse. Guck nicht so doof hinter deinem Fenster da. So, das Motorrad wartet hier fein auf mich und ich gehe mir mein Zeug holen. Is this me? Yep. Nice ass, baby. Was war das denn? Alles klar, dann wollen wir doch jetzt mal losfahren. Moment, nicht so schnell, Peter, nicht so schnell. War das hier? Ach ja, das war auf der anderen Seite. Okay, das können wir machen, wenn wir drüben sind. Weg da. Blödes Ding. So. Nee, 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 nee. Ohne Waffen, ohne mich. Nee, nee, nee. So, jetzt bin ich mit Waffen drin. Hier wartet schon ein Golfwagen auf mich. Mit dem fahre ich jetzt erstmal hier runter, weil dort ein Paket auf mich warten wird. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Warum nicht? Und wenn ich schon mal hier bin, hole ich mir auch gleich noch andere Pakete, die ich weiß. Und ja. Ich hoffe, ich komme hier dann auch wieder raus. Müsste ich aber eigentlich.
Jede Menge Pakete, jede Menge Pakete. Eins fehlt mir hier noch, glaube ich, aber wo ist das? Naja, wir fahren mal wieder Richtung Typi-Typ. Stopp, 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 stopp. Bloß gut habe ich auf die Minimap geschaut. Das wäre jetzt mein Verhängnis geworden. War das hier? Ja, das war hier. So, und das letzte Paket befindet sich bei unserer Zielperson. Na gut, das letzte Paket weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ein Paket, das ich noch kenne. Das letzte, das ich noch kenne, befindet sich eben dort. Und jetzt geht's gleich weiter mit der Missionserleichterung. So, damit der nämlich nicht wegfährt. Tschüss. Schnappen wir uns den seine Fahrzeuge. Na komm schon. Sehr schön. Und jetzt nochmal mit Schmackes Anlauf hier. Na 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 na. Na 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 na. Gut, nehme ich halt das. Stirb! Na? Er rutscht, er rutscht, er rutscht, er rutscht. Komm schon, jetzt fall. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Sehr schön. Gefahrenzone beseitigt. Jetzt holen wir uns das Päckchen. Geschafft! So schnell gewinnt man die Mission. Weg da. LOL, was fährt da drüben? LOL! LOL! Ein Bug, wie nice! Fährt der hier eiskalt weiter im Kreis? Egal, wir fahren jetzt... Ah, Moment mal! War das nicht... Ach nee, das Paket haben wir eben geholt, okay. Dann fahren wir eben woanders hin, uns ein Paket holen. Ach, das Wagen hier, Wagenteil hier brauche ich jetzt nicht mehr. Ich nehme mir den Komet hier und los geht's. Wir holen uns noch ein Päckchen, damit wir dann genau... Kommen wir hier an das Paket schon ran? Ja, kommen wir. War hier überhaupt eins? Ich glaube schon. Sicher bin ich mir aber nicht mehr. Ne, hier war keins. Schade aber auch. Dann müssen wir doch woanders hin. Aber ich weiß, wo ich schnell eins finde. Und danach würde ich sagen, fahren wir mal Richtung Anwalt. Da gibt es nämlich noch ein Häuschen, das ich kaufen will. War hier oben nicht auch irgendwo eins? Ich glaube schon. Nee, hier war doch keins.
Naja, man kann sich ja auch mal irren, ne? War es hier oben? Nein, war es nicht. So, weg da Laterne. Ba, 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 ba. Yay. So, wie komme ich denn jetzt hier rein? Von vorne, denke ich mal. Von hinten wäre ja auch ein bisschen ekelhaft. Gab es hier nicht sogar zwei Pakete? War da nicht was? Wusste ich es doch, hier gibt es sogar zwei. So, jetzt haben wir eine Kettensäge im Versteck. Was soll ich denn mit dem Zeug? Ich möchte Fernkampfwaffen im Versteck haben, wenn ich bitten darf. Und das nächste Paket. Cowabunga! So. Und jetzt heißt es auf zum Anwalt. Rauskaufen. Entschuldigung. Ich fahre wieder Henker, denn es macht mir riesen Spaß. So. Ach ja, ich liebe diese Stadt, wenn ich die schon sehen tue. Bitte fahrt mir nicht rein, ich bin ganz ein Lieber. Nöt, nöt, dich doch selber. Bock auf Monster-Stunt, wenn wir schon mal hier sind. Fällt mir gerade so mal ein. Und drehen. Ab dafür. Hä, bin ich blöd? Was zum, bin ich bekloppt? Ach, hier hinten war das, genau. Wow. Und jetzt mit Schmackes drüber und beten, dass man auf der anderen Seite ankommt. Sonst ertrinke ich jämmerlich, aber das sieht super aus. Hier komme ich weit drüber. Ich steig mal lieber aus. Geparkt. Wenn ich schon mal hier bin. Ausraum. Ich bin da mal weg. Oh Gott, ich muss ganz schnell, fürchterlich schnell zum Anwalt rüber. Na toll, wegen euch fahre ich hier Zivilisten um, das wisst ihr schon, ne? Ihr seid schuld, dass diese Zivilisten sterben müssen. Lauf, Peter! Lauf! Kauf das Haus! Hab ich. 1102 Washington, was auch immer. Jetzt haben wir hier ein neues Häuslein, da speichern wir fein und wir sehen uns im nächsten Part. Macht es gut, euer Lord Peter LP. Oh, die wollen direkt nach mir schießen. Nichts getroffen, genial. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.